Was ist ein Netzwerktreiber? Ein Netzwerktreiber ist ein Softwareprogramm, das ein Gerät steuert, mit dem ein Computer an ein Netzwerk angeschlossen wird. Computer können über ein oder mehrere Netzwerkgeräte verfügen, ZB-drahtlose Karten oder kabelgebundene Ethernet-Karten. Ohne Netzwerktreiber können diese Geräte nicht ordnungsgemäß funktionieren und haben möglicherweise Probleme, auf das Netzwerk zuzugreifen oder Befehle vom Benutzer auszuführen. Viele Betriebssysteme verfügen über eine Treiberbibliothek für häufig verwendete Geräte. Wenn ein Netzwerkgerät zum Computer hinzugefügt wird, erkennt das Betriebssystem es möglicherweise und installiert den Treiber automatisch. In anderen Fällen enthalten die mit dem Gerät gelieferten Disks die Treiber, und die Treiber können installiert werden. Es ist auch möglich, einen Netzwerktreiber von der vom Hersteller des Geräts gepflegten Website herunterzuladen. Mit dieser Option erhalten Benutzer auch Zugriff auf die neuesten Treiber. Manchmal wurde kein Treiber für ein bestimmtes Betriebssystem entwickelt. Erfahrene Programmierer können ihre eigenen Netzwerktreiber schreiben, damit das Gerät mit ihren Computern funktioniert, und es gibt Websites und Supportforen mit Informationen, die den Benutzern dabei helfen, genau das zu tun. Die Benutzer können die von ihnen geschriebenen Treiber auch mit anderen Benutzern teilen, damit die Benutzer die Arbeit nicht erneut ausführen müssen. Die Freigabe bietet auch Zugriff auf Personen, die das Debuggen durchführen und den Code anpassen, um ihn zu verbessern. Dies führt zu Verbesserungen, von denen jeder profitieren kann. Der Netzwerktreiber steuert die Schnittstelle zwischen dem Computer und dem Netzwerk. Es ist mit dem vom Netzwerk verwendeten Protokoll vertraut und erstellt eine eindeutige Identifikation für den Computer, der im System verwendet werden kann. Während Informationen zwischen dem Computer und dem Netzwerk ausgetauscht werden, konvertiert der Netzwerktreiber sie in verwendbare Formate. Der Netzwerktreiber gibt dem Benutzer auch eine Rückmeldung zum Netzwerkstatus, damit die Benutzer wissen, wann sie verbunden sind, mit welcher Geschwindigkeit und bei Problemen mit dem Netzwerk. Es wird empfohlen, die Netzwerktreiber zu aktualisieren, wenn neue Versionen der Software herauskommen. Die neuen Versionen können Sicherheits- und Geräteschwachstellen beheben, die andernfalls für Computerbenutzer zu einem Problem werden könnten. Sie können die Funktionalität auch so weit erweitern, wie es das Gerät zulässt. Personen, die sich nicht sicher sind, ob sie den neuesten Treiber verwenden oder nicht, können in der Regel die Eigenschaften des Netzwerkgeräts überprüfen, um festzustellen, welche Version der Treibersoftware verwendet wird, und diese Informationen mit den auf der Website des Herstellers verfügbaren Daten vergleichen.